Hey Freunde, hier ist wieder Timmerbau und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. In der Verwüstung. In der letzten Folge haben wir das Banditenlager übernommen. Und heute machen wir die Story-Mission weiter. Vielleicht hat die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Irgendeinen Hinweis, wohin sie gegangen ist. Ist das ein Verwüster? Ja, das ist ein Verwüster. Verderber. Die Nora konnten einen Verderber erledigen. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Okay, wir müssen hier untersuchen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Wo kann ich hier noch etwas anschauen? Wer ist denn das dort? Ja? Ich möchte mit dir reden. Hallo? Krieger! Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Hat Sona die Mörder verfolgt? Val sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Das heißt, beim Angriff auf den Kriegstrupp warst du hier? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Okay. Val wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Val Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen, so allein. Okay. 400 Meter. Dann müssen wir ein bisschen laufen. Ich hoffe, wir beginnen einem Läufer auf dem Weg. Oder es kommt ein Kampf, das wäre noch besser. Weil ich brauche immer noch Materialien und verschiedenste Sachen. Wo haben wir hier? Ah, hier sind Autos. Ich frage mich... Hier draußen wird es nicht wärmer. Ich frage mich, wie lange es her ist, seit die Menschen mit den Laboren und so ausgestorben sind. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß gerade nicht, wie sagen. Also auch die Menschen, die wir, ja, die den Fortschritt erzielt haben. Wie lange da dazwischen ist. Seitdem man zurückgefallen ist. Also irgendeinen Grund, das erfahren wir sicher auch noch. Das ist der Läufer, den wir übernommen haben. Glaube ich zumindest, oder? Ja, das ist der. Wir müssen da hoch, okay. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Nehmen wir das noch mit, können wir noch Tränke craften. Ich habe mir da noch ein paar Tränke gecraftet. So. Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Wohin ist sie danach gegangen? Okay. Untersuchen. Der Bogen hat schon viel erlebt. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Eine frische Beute.
Gerade gehäutet. Zona und ihre Krieger können nicht weit sein. Das ist ein Hase. So, das Gebiet. Wo ist... Ah, da. Das ist Verbandszeug. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Das ist unsere Läufe. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Ah, hier. Gehen wir mal hinterher. Und schauen mal, wo die hingelaufen sind. Aber die sind, glaube ich, so wie es aussieht in die Berge. Spuren. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Dann sehen wir uns das doch mal an. Hier drüber. Oh, das sind korrupte Wächter oder was auch immer. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, die fallen einfach. So, hier weiter und dann hier hoch. Ein toter Sägezahn. Vielleicht hat Sona ihn erledigt. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Sehen wir uns das mal an. Was hatte der Sägezahn dabei? Ein Pfeil, okay. Oh Gott, da ist noch ein Sägezahn. Das schreit nach Kampf. Ah, wir haben sie, glaube ich, gefunden. Ein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Val hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt, bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Ach, verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Okay, dann können wir mit. Es heißt wieder mal Monster jagen. Auf der anderen Seite dieses Bergs. Wir können sonst das Zeug mitnehmen. Die Sünden der Alten sind doch begraben. Verderber Dämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Oh no. Gewalt. Oh Gott. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Drüben läuft ein Wildschwein. So, dann heißt es wohl, wir gehen wieder mal auf Monsterjagd, Monsterjagd. Das sind noch Kisten. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann... Bumm. Dann lass uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. So, dann gehen wir mal. Da müssen wir höchstwahrscheinlich über das Seil runter. Oder das war jetzt gerade der größte Fehler, den man machen konnte. Ja, das war der größte Fehler, den man machen konnte. Oh,
Oh Gott, der hat starke Schild. Ein ziemlich starkes Schild. Ach Gott, ihr Wächter, geht mir nicht auf die Nerven. Ich werde so drauf gehen. Jetzt bin ich... Nee, oh. Ist doch gerade am Schluss drauf gegangen. Okay, wie soll man dort unbemerkt hineinkommen? Okay, nochmals. Zerstört die Lohnbehälter, optional. Man muss hinein... die Behälter aufmachen, damit sie reinschießen können. Da steht noch einer, den möchte ich weghaben. So, ich hoffe, der wird nicht gesehen. Da drüben steht noch einer, den will ich auch noch weghaben. Hey, wie soll ich die öffnen? Eigentlich wollte ich voll rum. Ey, das ist sie. Diese Truhe ist viel zu eng. Alle mal betäuben. Recht viel Loot, die Dinger.
nehmen wir kurz das Zeug mit. Ich werde dir zeigen, wie stark man bluten kann. So, gehen wir hier mal weiter. Oh, da steht noch einer. Kurz heilen, bluten. Besser die normalen Fälle. Der hat uns noch nicht mal bemerkt. So, dann haben wir auch. Das ist der Typ hier. Wohin du auch gehst. Denn okay, hat nicht viel gebracht, weil der Typ zu weit hinten stand. Der Schatten soll uns leiten. Den habe ich auch. Er muss sich ja gerade hinter dem Baum verkriechen, ne? So, dann haben wir auch die Box kurz mitgenommen. Haben wir alles erledigt? Ja, haben wir. Müssen wieder mit ihr reden. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Wahl, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Okay, die ist ein bisschen stur. Wir haben wie eine Feuerfalle. Okay. Feuer- und Elektrofalle ist doch nice. So, untersuche die Grabungsstätte. Mal schauen, was wir hier noch so haben. Hier ist noch irgendwie ein Text. Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Ich habe etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt! Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleid. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu! Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Okay, ich hatte eigentlich gar nicht gedacht, dass diese Mission so lange geht, aber... Hätte ich gesagt,
machen wir das in der nächsten Folge von Horizon Zero Dawn. Ich bedanke mich wieder herzlich, damit, dass ihr eingeschaltet habt. Und schaut auch bei meinen anderen Projekten vorbei, so Killer in Purple 2 oder Security Breach, jetzt ist mir der Name eingefallen. Und dann ehrlich gesagt, bis zum nächsten Mal.